Hallo und guten Morgen hier im Jupiter am letzten Tag des Play 23 Creative Gaming Festivals. Hallo auch an alle lieben Leute, die zu Hause zuschauen. Willkommen bei Play vs. Manu. Manu, wer bist denn du und warum spielen wir gegen dich? Ja, weil ihr mir eins reindrücken wollt, das fiese Play-Team. Ich bin ja immer hier, um die Awards zu moderieren mit Nina, was gestern wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann habt ihr mich herausgefordert, habt gesagt, Manu, du scheinst dich doch ganz gut mit Videospielen auszukennen. Ich bin freier Videospieljournalist seit über 10 Jahren und das wollt ihr mir heute auf die Probe stellen oder mich auf die Probe stellen und ihr spielt gegen mich. Genau, das ist natürlich jetzt auch extra fies. Es ist Sonntagmorgens, da möchte man eigentlich natürlich am liebsten eher ein Käffchen trinken und gemütlich Zeitung lesen, vielleicht mal ein Kreuzworträtsel. Aber ja, heute spielen wir Guess the Game. Vorab, ich bin Rahel, ihr kennt mich von diversen Showpunkten diese Woche und auch aus der Ausstellung. Ich bin nämlich die Ausstellungskuratorin zusammen mit meinem Kollegen Matt. Genau, die Sache ist aber die, ihr seht hier ja auch einen leeren Platz. Ich bin, was Guess the Game angeht, richtig, richtig mies, das wird keinen Spaß machen. Du würdest mich nämlich komplett abziehen und dann ist es Manu versus Rahel und das ist eher ein trauriger Showpunkt. Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand von euch aus dem Publikum einmal mit auf die Bühne hüpft und mit uns zusammen spielt. Das müsst ihr aber nicht alleine machen. Manu hat ja jetzt sich schon sehr beeindruckend vorgestellt. Ihr habt nämlich eine gute Hilfe mit dabei. Auf der linken Seite hier haben wir einmal den Twitch-Chat, der noch einmal geöffnet werden muss, aber da haben wir den Twitch-Chat. Und das heißt, all die lieben Leute, die zu Hause zuschauen und auch ihr lieben Leute hier im Publikum, loggt euch gerne bei Twitch ein, kommentiert mit, weil das ist nämlich der Chat, mit dem die Person aus dem Publikum, die das Play-Festival repräsentiert, genau, die Tipps von euch allen kriegt. Und Manu sieht da nichts von. Nee. Er hat höchstens die Chance, wenn er mal gar nicht weiterkommt, den Publikumsjoker auszurufen. Aber genau. Genau, und für euch zur Info, Guess the Game, falls ihr das nicht kennt, ja. Ist eine Webseite, auf der man jeden Tag ein Quiz bekommt. Ihr habt jetzt gesammelt und archiviert und das Spiel funktioniert folgendermaßen, dass man immer einen Screenshot sieht aus einem beliebigen Videospiel. Genau. Und anhand dessen muss man erkennen, welches Videospiel es ist und die Screenshots werden nach und nach immer deutlicher oder spezifischer. Genau, und da gibt es auch noch zusätzliche Informationen, zum Beispiel auf welchen Plattformen das Spiel erschienen ist, in welchem Jahr, was für ein Genre. Und natürlich, ich schaue jetzt einmal, es gibt 6 Stufen des Ratens. Je näher man der Sache kommt, desto spezifischer werden natürlich auch diese Infos, sodass das Raten dann hoffentlich auch einfacher wird. Und wir haben jetzt einmal die Besonderheit gegenüber, wenn man zu Hause Guess the Game spielt. Also ihr beiden, ihr seht dann nur quasi das Bild mit diesen zusätzlichen Informationen. Es kann aber sein, sagen wir zum Beispiel, es ist ein Kirby-Spiel und es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Kirby-Spiele. Und ihr sagt, welches Kirby-Spiel war das denn nochmal? Dann kann ich hier eingeben Kirby und euch sagen, was für Kirby-Spiele wir hier zur Auswahl haben. Aber genau, gibt es hier eine freiwillige Person? Aus dem Publikum aus hier dem Publikum. Im Jupiter. Du musst doch nicht die ganze Zeit... Ja? Ja, toll, da habt ihr mir gleich mal den... Das war doch abgesprochen. Sehr schön. Hallo, hallo, wer bist du? Tim bin ich. Da hallo, ist ein Mikro Tim. Für dich. Oh ja, da ist auch dein Mikrofon. Hallo, ich bin Tim. Und ich glaube, da ist jetzt wahrscheinlich auch noch ein Edding, der wahrscheinlich gerade... Genau. Genau. Moin, und, Tim. Ja. Hallo, Manu, na? Ja. So. Genau, und das Raten in... in jeder Runde. Warte, wir müssen jetzt ja noch so tun. Tim, hast du schon mal ein Videospiel gespielt? Ja, ich habe schon mal was gespielt. Das ist sehr gut. Ja, auch schon mal Kirby. Sehr gut. Ja. Kirby's Dream Land damals, gutes Spiel. Und wie nennt man die Umkehrversion von Déjà-vu? Also ich werde um 11 Uhr dann ein Déjà-vu haben.
Déjà-vu, après-vu, ne, keine Ahnung. Jamais, après-vu, après-vu finde ich. Ich glaube, Jamais-vu, das kenne ich aus Disco Elysium. Ich glaube, das schön. Ist das. Auch super Spiel. Bildungsfernsehen morgens hier um 10. Sehr gut. Genau. Genau, ihr beide habt jeweils einen Schreibblock und einen Edding, der auch funktioniert. Ich habe es getestet vor euch. Und jede Runde zeigt dem Publikum, welches Spiel ihr geraten habt, zeigt mir, welches Spiel ihr geraten habt. Ich weiß, welches Spiel jede Runde hier zutreffend ist und wir legen einfach mal los. Ich glaube, genau. Learning by doing hier. Wir haben jetzt nur ein kleines Problem, wenn ich versuche, auf den Bildschirm zu gucken, gucke ich auf deinen Laptop. Ja, das ist schlecht. Machen wir das sollte einfach ich ja einmal. Nicht tun. So ist besser. So. Genau. Ich fühle mich, als würde ich so ein Wettbüro hier leiten. Ja, goodie. Also wir buzzern nicht, ja? Nein, der Buzzer ist mein Publikumsjoker, falls ich mal wirklich so gar nicht weiß und du schon siegessicher im Taumel bist, dann kann ich hier den Publikumsjoker buzzern und jemanden aus dem Publikum fragen. Okay, und es zählt der spezifische Teil, ja, von Reihen. Okay, ja, ihr seid echt hardcore, na gut. Ja. Ist das schon unser erstes? Das ist tatsächlich unser erstes Spiel hier. Gut. Und wir schreiben immer gleichzeitig auf, zeigen es dann. Und genau, und dann zähle ich einmal runter und es geht hier auch nicht um Schnelligkeit. Wenn ihr beide das Richtige habt, dann kriegt ihr natürlich auch beide Punkte. Sieht das Publikum hier auch genug? Ja, oder? Genau, noch hier auf dem Bildschirm. So, ich habe eine Vermutung. Das ist Kirby, ne? Ja, genau, eindeutig. Oh, sorry für den Spoiler, Tim. Smash or pass? Ich habe tatsächlich einen Charakter aus diesem Franchise für Smash or pass eingereicht, also von daher. Haben Sie eingeloggt? Ja, ich habe eingeloggt, aber ich bin ganz unzufrieden mit meiner Antwort. So, sonst sagen wir einmal, wir drehen rum in 1, 2, 3. Ach echt, ja? Oh nee, stimmt. Zeig mal her, Tim, was hast du? Ja, ich habe Destiny, aber ich meine eigentlich nur, weil ich super gerne Destiny spiele und mich die rechte Person an so einen Hüter erinnert hat, an Hunter. Aber meine erste Assoziation war auch Destiny und dann habe ich aber gedacht, die Link sieht ein bisschen aus wie Shepard. Ja, und dann habe ich gedacht, das sieht eher nach Mass Effect 1 aus. Ja, aber Mass Effect 1 habe ich auch nicht gespielt, ich habe mit dem zweiten Teil angefangen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich muss euch leider beiden sagen, dass ihr nicht richtig liegt. Ah. Also... Beide nicht richtig? Beide nicht richtig. Oh Gott. Okay. Nee. Dann kriegen wir wohl den zweiten Hinweis. Ja. Dann machen wir hier mal weiter. Ich tippe jetzt einfach mal irgendwas hier ein. So. Sagst du uns denn auch, wie nah wir waren? Nee, oder? Also ihr seid ja auf jeden Fall mit dem Genre schon mal richtig, würde ich sagen. Also das ist ja beides Sci-Fi. Okay. Ich glaube, dadurch, dass hier so viele irgendwie Spiele mit mehrfachen Teilen sind, ist das, glaube ich, ein bisschen fies, wenn ich dann sage, ob ihr nahe liegt oder nicht. Aber ja, habt ihr beide. Ja. Dann gern einmal umdrehen. Und Tim, was hast du? Ich habe The Search. Mhm. Ich bin einfach von der 1 auf die 2 hoch. Mhm. Ja, ihr beiden, also leider liegt ihr immer noch falsch. What? Keins von den beiden. Wisst ihr es denn schon hier? Nee. Okay. Kopfschütteln. Ja, Matt nickt natürlich, ja, ist ja klar. Okay, dann nächstes Bild. Ja. Ja, ihr wollt mich doch veräppeln. Ich finde das aber sehr schön. Ich habe gesehen, was das erste Spiel ist. Ich war so, ach, das wird ja ein sehr seichter Start hier. Und dass wir jetzt schon beim dritten Dings sind. Aber es ist wahrscheinlich auch hier, ihr wollt euch gegenseitig. Es sind hier Mindgames angesagt. Hä? Das ist doch Mass Effect. Das ist doch eindeutig Mass Effect. Also Tim lacht hier schon überzeugt, aber Manu ist noch am Denken. Aber du bist jetzt nicht so fies, dass da irgendwie Remastered Edition oder sowas dran stehen muss. Oder weil Mass Effect 1 nicht Mass Effect 1 hieß, dass du es nicht gelten lässt. So fies bist du jetzt nicht. Nee. Okay. Also wenn das jetzt zum Beispiel Mass Effect wäre und da jetzt, also da wird jetzt nicht Mass Effect Legendary Edition stehen und ihr müsst es anhand der Pixel-Auflösung irgendwie erkennen. Das nicht, keine Sorge. Okay, dann stehe ich jetzt echt auf dem Schlauch. Hast du es?
Ja, nee, wahrscheinlich nicht, aber ich denke mir halt so, ja, eine Option gibt es ja noch. Oder naja, es gibt sogar eigentlich noch mehr, aber die vierte Option würde niemand ihr wählen. Habt noch viermal raten vor euch, also beziehungsweise dreimal hiermit. Ich, keine Ahnung. Also ich wundere mich ehrlich gesagt bei dir, dass du jetzt nicht schnell was aufschreibst. Ja, ich schreibe halt Mass Effect 3 auf jetzt, ja, als nächstes. Und ich auch. Ja. Ja. Aber kam Mass Effect, ich war jetzt irritiert, weil Mass Effect 3 war jetzt für mich der nächste logische Schritt, weil ich ja 2 und 1 auch genannt habe. Und ich bin mir sicher, dass es Mass Effect ist, aber ich dachte, Mass Effect 3 kam nicht mehr für die alten Konsolen raus, weil die Original-Plattform da steht. Das hat mich jetzt gerade irritiert. Achso. Aber wir sagen beide Mass Effect 3. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja, okay. Und da habt ihr auch recht. Das ist nämlich tatsächlich Mass Effect 3. Yeah. Von daher sehr gut, in der dritten Runde geschafft. Eiskalt abgestaubt. Also das ist die Sache, ich war ja auch schon so richtig blöd am Grinsen. Ich bin ein ganz großer Mass Effect-Fan. Ich glaube, deswegen wurde auch Mass Effect hier als Eingangsspiel ausgewählt vom lieben Sergej. Also mich hat nur dieses Original-Plattform gerade rausgeschmissen, weil ich dachte eigentlich schon, dass wir da schon auf der nächsthöheren, also auf der PS4 zumindest unterwegs waren und auf der Xbox One. Ja, das kam ja, wann kam das raus? 2012, 2013, ne? Mhm. Krass. Ja. So, 1-1. Juhu. Sehr schön. Wir spielen bis 100 übrigens. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr mitgebracht habt. So, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Ja, easy. Okay, also wir sehen Gras und einen Fluss. Und eine Wand. Eine Wand? Da, guck mal da links. Ich glaube, das ist eine Steinwand, oder? Ja, genau. Eine Mauer eher, nicht eine Wand. Und sehr grob pixelig. Liegt das am Monitor oder am Spiel, ist die Frage. Nee, das liegt am Spiel, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall kein PS5-Spiel. Ja. Boah. Ist aber echt gut, dass ich ja auch die Auflösung mit dabei habe, weil ich könnte das alles gar nicht raten. Ja, irgendein Aufbauspiel würde ich jetzt mal tippen. Wofür hast du dich? Ich habe jetzt einfach mal Stronghold aufgeschrieben. Ich habe Baldur's Gate 2 aufgeschrieben. Gute Good Guesses, ihr beiden. Stimmt leider beides nicht. Wir müssen tatsächlich zum nächsten Schritt weiterziehen. Baldur's Gate 2, auch nicht schlecht. Ich mache jetzt einfach mal hier. Also, ja. Eine grüne Säurepfütze? Ich sehe was. Okay. Ja, ich hab's. Einfach mal psychologische Kriegsführung. Oder hast du es nicht? Wie hieß das denn? Falls ich was für dich eintippen soll und dir ein paar Spielnamen nennen soll. Nee, ich komme bloß nicht auf den Namen. Weiß denn jemand im Publikum vielleicht? Oder hat jemand im Publikum zufällig ein paar Ideen? Du kannst ja auch drüber in den Chat gucken sonst. Der ist ja links von dir. Du bist ja... Nee, das ist Cheaten. Das ist das ganze Konzept der Show. Das nee, ist die, das kann ich machen. Manu kann ihn auch nicht sehen, den Chat. Also das wäre ja, nee, das wäre ja nicht. Das find ich aber ich frage mich, was hat Manu denn gesehen, ey? Also ja, okay, da rechts ist die Map. Oder irgendwie, was ist, ist das nicht so Overlay-Map? Ja, ne? Manu hat gerade Top 10 Green Goo Pits in Videospielen gelesen. Mann, wie heißt dieses Game? Na gut. Genau, sonst kannst du ja, wie gesagt, auch einmal rüber in den Chat gucken. Da helfen dir sicherlich auch die in den Chat Leute. Gucken. Ja. Das ist ja sonst unfair. Okay, ich sehe hier, dass ich nicht, Tim will nicht unser Avatar sein, sagt Real Space Invader. Command & Conquer wird hier getippt. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr nehmen, weil das wäre ja dann Cheaten. Diablo 2 habe ich am Anfang, habe ich auch überlegt, Diablo, aber das sah überhaupt irgendwie gar nicht nach Diablo aus, fand ich. Das wäre natürlich jetzt peinlich, wenn es Diablo ist.
Also die Overlay-Map würde natürlich für Diablo sprechen, aber ich kann mich an diese Szene da gar nicht erinnern. Ich sag jetzt was anderes. So. Okay. So, ich hab was. Mhm. Sag an. Ich habe Planescape Torment genommen. Da habe ich auch kurz dran gedacht, wegen diesem Grünen und so. Ja. Okay, Planescape Torment und du hast? Ich habe Diablo wegen dieser Overlay-Map aufgeschrieben. Du hast hier gerade echt ein bisschen ins Bein geschossen, als du gesagt hast, das ist jetzt echt peinlich, wenn es Diablo ist. Weil ist wirklich es, Diablo 2? Es ist Diablo. Oh Gott, ey. Mhm. Was, hä, welche, was ist das denn da? Aber diese Szene kann ich mich wirklich auch nicht erinnern. Ich habe auch gedacht, wo ist denn in Diablo so eine Säurepfütze? Habe ich tatsächlich völlig verdrängt. Ich habe Diablo 2 richtig viel gespielt, aber... Das ist ja auch das erste Diablo. Das erste, ja. Ach, das erste Diablo, okay. Ach so, das erste Diablo. Ja gut, das habe ich tatsächlich nicht gezockt. Okay, dann ist klar, dass du nicht weißt. Ich habe einen Punkt. Juhu. Stark. Sehr gut. Ah, was wir natürlich machen könnten, immer noch die weiteren Screenshots angucken. Ja, klaro. Das ist eine sehr schlaue Idee. Dann gebe ich jetzt mal alle Kirby-Spiele hier ein, weil Kirby Tilt and Tumble... Es gibt so viele. Okay, hier wäre es klar gewesen. Ja. Okay, ja. Das sieht schon sehr Diablo-ig aus. Ja. Ja. Sehr schön. So. Ja. Ach, eine nette kleine Party hier. Genau, hier hätte man spätestens dann zwischen Diablo 1 und 2 gewusst. Yes. Guck mal, das ist ein Spiel, das so alt ist wie ich. Da haben wir es also. 97. Hm. Ja, okay. Dann kommen wir zum nächsten. Ab zum nächsten. Ja, aber nächsten. Hier, Credit geht auch raus an Ritter der Zwiebel, ne? Weil er meinte ja auch schon Diablo hier im Chat. Also Ritter der Zwiebel passt, klingt wie ein Item aus Diablo. Ritter der Zwiebel kriegt auch einen Punkt. So. Oha. Okay. Krankenwagen. Aha. Könnte viel sein. Aber kein Diablo. Definitiv nicht. Boah, ey, ihr seid aber auch... Das erste Bild ist immer fies. Meine Fresse, ey, das ist aber echt schwierig, ey. Boah. So, ein Wild Guess. Sollen wir gleich schon, wenn es eine Serie ist, eine Nummer aufschreiben? Ja. Ja. Das klingt nach einer guten Idee. Hm. Ist auch fies irgendwie. Das ist auch irgendwie ein sehr häufig wiederkehrendes Motiv. Und ja, man rennt ja wirklich oft gegen irgendwelche Walls, die dann verhindern, dass du aus dem Level rausrennst. Also ich denke, ziemlich gerne eindeutig... Krankenwagen platziert, ja. Ja, ziemlich eindeutig ein Third-Person-Spiel wahrscheinlich. Schnitt Krankenwagen. Irgendwie PS1, 2, nee, PS2-Ära oder sowas, oder? So von der Auflösung. Ja. Ich sag Resident Evil 2. Ja, ich weiß halt immer nicht, in wie viel jetzt wirklich die Grafikqualität ist und wie viel die Qualität des Bildes. Ne, so die... Ich habe auch gedacht, JPEG ist das jetzt Qualität. Nebel, ist das schlechte Qualität? Aber ja, na gut, ich habe was auf jeden Fall. Ey, ich habe auch Resi 2. Ja. Und? Ihr habt beide halt nicht recht. Ja. Ja gut, erste Assoziation halt wegen Seuche, Krankenwagen und so. Das würde auch dafür sprechen. Hightech-Technik. Okay, Leute im Büro. Boah. Ah ja, okay, ich habe auch noch mal eine Idee. Ist es eigentlich wichtig, dass man das lesen kann, was ich schreibe, oder ist es nur als du machst das bei Beweis, liest, dass ich es eingeloggt habe? Okay, ja. Gut. Okay, ich rate The Division. Ich, was?
Okay, ich rate Detroit Become Human. Oh, nicht schlecht. Auch wieder, beides sehr gut geraten, stimmt aber auch wieder nicht. Können wir kurz den ersten nochmal sehen? Ja, klaro. Okay, das Bild ist zu schlecht für Detroit. Ich wette, es gibt irgendwo da draußen Nerds, die irgendwie die ganzen Krankenwagen-Screenshots irgendwie direkt auf ein Spiel zuordnen können. Okay, nächster Screen. Yes, yes, yes. What? Okay, ein PS3-Spiel. Also ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Ich habe diesen Screen noch nie in meinem Leben gesehen. Ich muss aber sagen, ich habe ein Let's Play davon geguckt, von diesem Spiel, und ich erinnere mich auch nicht an diesen Screen. Okay, dann habe ich es vielleicht doch gespielt. Boah. Weißt du es, Matt? Ich kann euch zumindest sagen, dass es ein relativ bekanntes Spiel ist. Ja. Also, dass es jetzt nicht irgendwie... Okay, ich mach mal einen Guess. Genau, sonst auch in den Chat gucken. Ich möchte bitte den Publikumsjoker nutzen. Magst du einmal den Buzzer drücken? Für... Okay. Wiu. Ja. Was passieren? Soll ich mal das Mic hier... Okay. Vielleicht kommt ihr auf den Titel, weil den Titel weiß ich nämlich auch nicht mehr ganz genau. Aber das ist das Spiel von Quantic Dream und das ist die Brille von dem Agenten, durch die man schaut, wo es um den Origami-Mörder geht. Aha, genau. Ah, okay. Ja, dann war ich nicht so schlecht. So, vielen Dank, Publikum. Wir müssen jetzt immer noch checken, ob es richtig ist. Also. Aber es ist Original Plattform PS3, heißt ja auch Exclusive. Also das würde sehr dafür sprechen. Ja. Dann war deine erste Assoziation nicht so schlecht. Nee. Genau, was hattest du jetzt aber eingeloggt? Ja, ich habe jetzt Metal Gear Solid 4 eingeloggt. Und ich habe Heavy Rain eingeloggt. Ja, dann hat der Publikumsjoker nämlich gewirkt, weil es ist tatsächlich Heavy Rain. Hat es der Chat denn gewusst? Der Chat hat Heavy Rain, ja, hat geschrieben, Chris Skills hat Heavy Rain gesagt, ja. Ach, die Chrissy. Hallo Christina. Ist die Frage, ob... Nee, warte mal, ich habe es auch falsch gesagt. Chrissy Kills, so, sorry. Ja, sie hat Skills und Kills. Ja. Passt beides, ja. Genau, also wie gesagt, gerne in den Chat gucken, weil das Publikum zu Hause möchte sicherlich auch gerne mitspielen. Ja, okay, jetzt hätten wir es gehabt. Ja. Okay, jetzt hätten wir es gewusst. Ja, jetzt hätten wir es gewusst. Ich hoffe, irgendwo steht noch ganz groß Jason. ich gehe nochmal durch die weiteren Bilder durch. Ja, ja. Ach. Reject, forgive. Das ist auch echt sehr amüsant. Sean! Ach, da gibt es auch GIFs bei dem Spiel? Ja. Ach, geil. Ja, super. Das ist schon sehr schön. Ja, fein. Weiter geht's. Aber die Auflösung war immer noch eine Unverschämtheit bei diesem Spiel. Ja. War ein schönes Spiel, aber die Auflösung... On. Das ist ein Screen. Ich dachte, das ist ein Fehler. Nee. What? Hallo? Und Matt schon wieder, ich weiß Storytelling. Okay, also jetzt müsste man ja, das muss ja irgendwas Spezifisches sein für dieses Spiel. Also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man diesen Screenshot wählt. Um es uns schwer zu machen, das Leben. Ganz einfach. Also wie gesagt, mein Kollege hat hier sehr viel Zeit auf dieser Webseite verbracht und ganz, ganz, ganz viele Sachen zusammengesucht. Das ist jetzt eher so ein Interpretationsding. Vielleicht muss man es auf der Seite betrachten, das Spiel. Für mich sieht das irgendwie aus wie so ein, ist das so eine Wand vielleicht oder ein Dach? Ich hätte es irgendwie so ein Glasdach gedacht. Ein Glasdach, wo man nicht durchgucken kann. Ja. Vielleicht schneit es draußen. Das sind jetzt keine Tipps, oder? Das sind nur. Ich werfe nur Ideen in den Raum. Ja, ja. Ich glaube dir gar nichts. Ja, es ist ein Wüstenspiel, offensichtlich. Eindeutig das erste Tetris. Hat denn jemand im Twitch-Chat eine Idee, was das Spiel sein könnte? Spec Ops The Line steht hier, Watch Dogs 2. Mhm.
Also, dieser Grafikstil, der finde ich, der spricht für keins von diesen beiden Spielen. Genau, auch ihr hier im Publikum gerne bei Twitch mit dazu schreiben, falls euch irgendwas in den Kopf kommt. Und das Gute ist, wir sind ja hier auch erst auf der ersten Stufe, da kommen sicherlich noch ein paar Bilder. Schreibt mal was auf, ich glaube, wir kommen auf jeden Fall ins zweite Bild. Ja, Marius. Ja, ich finde, das Bild challenged einen jetzt wirklich, weil man sich so denkt, okay, wenn das Bild jetzt ausgewählt wurde, dann muss das schon irgendwie ein Joke dahinter sein. Und auf den versuche ich gerade irgendwie zu kommen, aber ich schaffe es natürlich nicht. So, was hast du aufgeschrieben? Genau, was habt ihr hier? Ich habe Borderlands 2 aufgeschrieben. Sehr schön. Ich habe Portal geraten, einfach weil man da viel in so engen Räumen und Gassen unterwegs ist. Und Räumen. Und ist richtig. Es ist Portal. Oh. Yes! Respekt. Respekt. Oh nee. Ja, aber stark. Dann wollen wir die anderen Screens noch sehen von diesem wunderschönen Spiel. Ja, das ist jetzt echt... Nicht schlecht. Wow. Also nächstes Jahr müssen wir noch Punktewertung einführen für erste Stufen. Runde, zweite Runde, dritte Runde. Ja. Sehr schön. So, Ruf ist gerettet für heute, jetzt kann nichts mehr passieren. Ja, das war schon sehr, sehr stark. Krass. Habe auch sehr viel Portal gespielt, wirklich. Aber das war ein Wild Guess natürlich. Aber ich finde, das ist auch irgendwie, das ist auch echt eine Kunst, so eine irgendwie Research Facility auch irgendwie spannend zu gestalten. Aber ich habe genau das gedacht, was du gedacht hast, Tim. Irgendwie muss ja, das muss aussagekräftig genug sein. Das einzige Spiel, was mir eingefallen ist, was wirklich nur in so Test-Chambers spielt, ist halt Portal. Ja, einfach stark. Nice. So. Ja. Ein weiteres PS5-Spiel. Okay, Industrieanlage, oder? So, jetzt auch. Ich muss auch sagen, manchmal denke ich mir so, ist das gerade stilisiert, also quasi jetzt gewollt, so verpixelt, oder ist es halt einfach ein... Nee, ich glaube, also das Spiel selber macht ja nur Original-Screenshots. Ja. Verpixelt ja nicht, um irgendwas unkenntlich zu machen. Das ist ja nicht das Spiel, dass es dann immer weniger pixelig wird. Das ist auf jeden Fall ein PS1-Spiel. Da bin ich mir relativ sicher. Und irgendwo, wo man in den Industrieanlagen, das ist ja irgendwie so ein Hafengebiet. Ich glaube, diesmal habe ich es. Ich glaube auch, dass du es hast, aber ich bin mir nicht sicher. Lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, es wird natürlich nicht richtig sein. Aber. Du hast schon aufgeschrieben, oder? Dann kann ich ja laut denken. Ich sage, Resident Evil hatten wir noch nicht vorhin, gell? Wir hatten ja nur geraten, dass es Resident Evil... Was hattest du gerade gesagt? Das Spiel vorhin war nicht Resident Evil, was wir beide hatten. Nee, das war es nicht, dann sage ich jetzt, Resident Evil. Und was hast du? Ich habe Metal Gear Solid. Oh ja, natürlich. Aha. Es ist Metal Gear Solid. Ja. Sehr schön. Obviously. Dann gucken wir uns nochmal ein paar sehr schöne Screenshots hier an. Ja, okay, hier wäre es absolut eindeutig gewesen. Ich habe wenigstens die Plattform richtig geraten. Muss ich schon sagen, das allein finde ich schon sehr beeindruckend. Wow, ein schöner Rücken kann entzücken. Wie man sofort diesen Sound im Kopf hat, wenn man diese Screenshots sieht. Wow. Ja. Ja, Remake vom Dreier, habt ihr Bock drauf? Oder? Nee? Nee. Warum nicht? Weiß nicht, weil Kojima nicht mehr involviert ist, weil das irgendwie nur so ein Cash-Grab ist. Fand es da schon ganz nice aus mit Unreal Engine 5. Ja, aber dann nicht nice genug dafür, dass es so ein modernes Spiel geworden ist. Ja. Ich glaube, dann würde man lieber den Klassiker da nochmal spielen. Okay. Ich würde gerne den ersten so richtig schön nochmal in richtig moderner Grafik sehen. Das fände ich viel cooler als den dritten. Du fändest den ersten in moderner Grafik cooler als den Dreier in cooler Grafik? Ja. Also der Drei war schon auch richtig nice, ne? Ja, mit Snake Eater war das doch, oder? Ja. Ich muss ja gestehen, dass ich noch gar kein Metal Gear Spiel gespielt habe. Schande auf mein Haupt, ich weiß. Ich höre gerade schon empörte Schreie, aber das kommt noch sicherlich. Also eins bis drei kann ich empfehlen. Bei vier war ich schon ein bisschen raus. Wie viel steht's eigentlich gerade? Ja genau, was ist der aktuelle Punktestand? Gut, wir 400 sind 400 gegen 200. Ja. Ach, wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns. Aber habt ihr den aktuellen Punkt jetzt schon mitgezählt? Ja. Okay.
Sehr gut, ja. Es kam gerade ein Ja aus dem FOH. Ah, wir haben schon ein nächstes Bild. Genau, wir haben schon das nächste Spiel hier. Okay, das ist auf jeden Fall ein moderneres Spiel als gerade eben. Auch wieder Industrieanlage. Ja, sehr, sehr industriell heute hier. Mhm. Aber Spiele spielen ja gern mal in so Industrieanlagen. Ich glaube, da kann man auch einfach gut die Assets quasi... Warum ist da ein großer Ventilator? Boah. Aber ich glaube, das lockt uns auf eine falsche Fährte. Ich glaube nicht, dass der Ventilator entscheidend oder relevant für das Spiel ist, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht Among Us, das sind keine Events. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bleib mal bei The Division. Keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung bei dem Bild. So, da haben wir einmal The Division und du hast... Ich habe Call of Duty MW2. Leider beides nicht. Ja. Wir müssen einmal. Hat mich auch gewundert. Ist zu wenig Schnee für The Division. Ne? 93 Metacritic. Okay, das muss ja ein sehr bekannter Titel dann sein. Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das ein sehr stark angefiebertes Spiel. Also, ja. Da haben sich viele Leute sehr drüber gefreut, als das kam. Ah, hier, Dings. oh, wie hieß es denn? Ah. Also, ich hatte eben eine sehr starke Idee. Mhm. Also, aber die 93% Metacritic-Score, die haben mich jetzt verwirrt. Was war denn deine Idee? Warte, ich habe noch nicht eigentlich. Ja. Ich habe noch nicht geschrieben. Dann noch nicht. Dann noch nicht. Ah ja. Wie hieß das denn nochmal? Ich habe gerade echt lange auf den Namen kommen müssen, aber ich glaube, ich habe so, mich eingeloggt. Jetzt kannst du laut. Manu hat eingeloggt. Ich bin eingeloggt. Warte kurz. Oh, wie hieß das? Ey, es ist zu früh einfach. Sonst guck mal noch in den Twitch-Chat. Vielleicht hat das da jemand schon geschrieben. Ich will nicht mal in den Twitch-Chat gucken. Das ist cheaten. Es ist ein Showformat. Remake von Resi 2, sagt hier jemand. Das, ja, also als 93% Metacritic-Score kam, dann musste ich auch an Resi 2 denken. Jetzt hatte ich das natürlich vorhin schon gesagt. Ich meine, 93% da ja... Aber Mann, wie hieß denn dieses Spiel? Genau, schreibt gerne in den Twitch-Chat, liebe Leute im Publikum. Ihr müsst jetzt meine Denkpause mal moderativ überbrücken, bitte. Alles gut. Oder du nimmst was aus dem Chat, dann hast du noch ein Bild mehr zu überlegen. Das würde ja bedeuten, dass das, was im Chat steht, falsch ist. Oder ist es richtig? Ja, hoffe ich doch. Aber wenn nicht, hast du ja trotzdem was davon, dass du es richtig hast. Nur weil Manu jetzt mit sehr viel Selbstbewusstsein aufgeschrieben hat, heißt das ja auch nicht, dass er das automatisch richtig hat. Nein, ich bin mir nicht sicher, nee. So, Tim, entscheiden Sie sich. Ja, ey, komm, dann nehme ich es halt. Was nimmst du? Ja, ich nehme jetzt Resi 2, weil es im Chat stand. Das ist, glaube ich, auch, könnte richtig sein. Ich habe jetzt auf Death Stranding getippt. So, das so hieß es. Das hast du auch gesucht, den Namen. Ja, genau. Mir ist es nicht eingefallen. Ich habe sehr lange nach dem Namen gesucht. Mir ist dieser Name nicht eingefallen. Aber ja, das wäre mein Tipp gewesen, ja. Ich muss euch jetzt beide halt noch länger zappeln lassen. Es ist nämlich keins von den beiden. So, nächste Runde. Glück gehabt. Yes, 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 yes. Ja. Ach so, da hält jemand diesen Gnom. Ich dachte, der Gnom macht so. Ich war gerade sehr verwirrt. Also das Spiel, an das ich jetzt denke, hat eigentlich nicht so eine hohe Metacritic-Wertung. Und es ist... Krass. Da hätte ich nicht damit gerechnet, dass die so eine hohe Rating hatten. Ach ja, okay. Ja, okay. Du hast schon eingeloggt? Ich habe eingeloggt.
Mhm. Und du bist dabei einzulocken? Ja. Ach, stopp, Moment mal. Okay. Warte kurz. Ja, ich lasse es. Was also, hast du denn? Also ich glaube, mich zu erinnern, dass ich mal ein Spiel gespielt habe, bei dem man eine Quest hatte, diesen Gartenzwerg mitzunehmen. Mhm. Deswegen habe ich jetzt Left 4 Dead aufgeschrieben. Mhm. Glaube aber aufgrund der hohen Wertung, dass du Half-Life Alyx aufgeschrieben hast. Ja. Es ist Half-Life Alyx. Ja, fuck. Ich wollte mich gerade nochmal umentscheiden, dann dachte ich, nee, der Gartenzwerg, an den kann ich mich bei Half-Life nämlich nicht erinnern, aber bei Left 4 Dead musste man den das ganze Spiel über mitschleppen, mhm, um ein Achievement zu kriegen. Dann woher wusstest du, dass ich Half-Life Alyx aufschreibe? Ja, weil das mein zweiter Tipp war. Ja. Und bei 93 Metacritic gibt es dann auch nicht mehr so ja, viele ne? Titel. Ja, das ist echt, also 93% ist natürlich hart. Ja. Genau, jetzt haben wir noch ein paar schöne Ansichten. Und dann auch aber der erste Screen war fies, weil es ja ein VR-Spiel ist, mm, dass man dann überhaupt in diese VR-Ecke erstmal denken muss. Ja, ich finde das jetzt aber auch sehr cool, da am Ende jetzt immer die GIFs zu haben. Ich glaube, das haben sie relativ neu gemacht, das war früher nicht so. Und warum gibt es Half-Life Alyx immer noch nicht fürs PSVR 2? Das wär doch wunderschön, das da nochmal zu spielen. Wir schicken mal ein paar böse Briefe. So, 4-3, weil ich es gerade verzockt habe. Zu früh eingeloggt. Das ist ein Bild? Das ist ein Bild. Ihr seid gemein. Das ist der Windows-Startscreen oder was? Das soll ein Bild sein. Ja, okay. Ich weiß es. Ja, doch, ich weiß es auch. Erstmal meckern und dann... Ja. Was hast du? Pong. Ich auch. Nö. Aber könnte sein. Da fehlen halt zwei Schläger für Pong. Ich habe aber auch anfangs gedacht, Pong, aber nee, tatsächlich nicht. Metacritic Score too old, sehr schön. Too old. Okay, also das Spiel ist älter als Metacritic, wahrscheinlich älter als wir beide, Tim. Ich muss jetzt mal einmal kurz dieses... Oh, ich habe das nicht. Hm. Ich muss aber auch gerade sagen, ich hätte jetzt auch Pong gedacht, tatsächlich. Aber es sind ja immer komplette Screenshots und keine Ausschnitte, oder? So wie ich das verstehe. Ach so, ja, ist das so? Das ist immer komplettes. Und deswegen kann das ja beim ersten nicht sein, weil dann würden die Schläge auf den Punkte fehlen. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, also vermute ich jetzt mal. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich hoffe jetzt auch einfach, dass der Kollege das hier alles richtig aufgeschrieben hat. Also, dass da jetzt nicht ein Spielfehler mit drin war. Ich schreibe jetzt einfach beim nächsten. Ich gebe jetzt immer Kirby immer ein als mein Dings, deswegen. Gebt jetzt einfach mal eure Guesses und wir schauen mal weiter. Du kannst ja Pong eingeben. Ja, jetzt gebe ich nämlich Pong ein, habe ich nämlich gerade gedacht. Aber was gibt es denn da sonst noch in dem Bereich? Okay, ich nutze Publikumsjoker und du darfst in den Chat gucken. Hat jemand eine Idee außer Pong? Auch nicht, oder? Also hier im Chat ist die Idee... Warte kurz, dann logge ich mich erst mit dem Publikum ein und dann kannst du den Chat vorlesen. Matt? Breakout? Nee, Breakout ist eher von unten nach oben. Nee, keine Idee. Breakout hätte ich gesagt, aber... Ja. Schade, mein Publikumsjoker hat mir nichts gebracht. Gibt es Pong 2? Ich meine, du kannst es ja notfalls sonst immer noch eingeben, wenn dir jetzt gar nichts einfällt. Ja, ich bleibe einfach nochmal bei Pong bleiben, das lässt du ja dann... Nee, genau, ich check jetzt sozusagen, wenn ihr jetzt nicht das sagt, was hier steht, dann gebe ich nochmal Pong ein. Es ist kein Pong. Es ist kein Pong? Genau, beim ersten war es ja klar, das könnte der Ball sein, aber hier mit diesem großen Balken und dieser Linie fällt mir echt nichts ein. Das sieht auch nicht nach Tetris aus, das sieht auch nicht nach irgendwie... Die ganzen anderen alten Spiele, so Pac-Man nicht, Arkanoid. Nee, ich weiß, ich. Breakout Arkanoid, ich bin planlos. Was sagst du? Was sagt der Chat? Hat der Chat irgendwie einen schlauen Beitrag, eine schlaue Idee? Nee, der Chat ist auch überfragt. Also Asteroids war hier noch.
Jetzt sagt aber, also Acid Rain V1 sagt Asteroids und B-Killer 1981 sagt, sowas Grades gibt's bei Asteroids gar nicht. So. Ich habe jetzt Haunted House aufgeschrieben. Was hast du aufgeschrieben? Haunted House. Ich habe einfach noch Zorg aufgeschrieben, so dieses erste Text-Adventure. Vielleicht ist das irgendwas aus einem Ladescreen oder so. Keine Ahnung. Also ich habe... Oh. Cool. Hot Button, schnell, wir haben keinen Strom. Oh nein. Gut. Wir haben noch 12%. Dann müssen wir wohl zum dritten Screen. Ja, ich gebe jetzt auf jeden Fall... Also ihr habt beide nicht recht, es tut mir leid. Ich gebe jetzt einfach mal Pong ein, damit wir das einmal... klären können hier. Das ist echt schwer. Pong ist es nicht. Okay, zumindest Original Platform Arcade. Also es war eine alte Arcade-Maschine. Oh. Ja, dann schreibe ich was anderes noch auf, aber... Also das soll, das ist doch niemals ein ganzer Screenshot. Nee, das ist definitiv ein Ausschnitt. Das ist doch nur die Punktzahl, oder? Oder ja. Und es sieht doch immer noch nach Pong aus, finde ich. Also ich habe jetzt Pong geraten. Das sieht doch aus wie der Schläger links und unten dann die Scores. Ich kann jetzt noch mehrere Male Pong raten. Ja, ja, ja. Ich hab's ja, ich glaub's dir, ja. Aber zumindest haben wir geklärt, dass auch nur Ausschnitte kommen. Ich kann euch noch andere Sachen, die Pong heißen, vorlesen. Wir hätten Spin Drive Ping Pong, Super Ping Pong Trickshot, Battle Ping Pong, VR Ping Pong, VR Ping Pong Pro, Ping Pong, Ping Pong, Ping Pong, Pong Quest. Kennt ihr es, wenn ihr ein Wort ganz häufig sagt, dann klingt es nicht mehr echt. Das habe ich gerade mit dem Wort Pong. Also Pong. Ich habe was aufgeschrieben, ich schreibe jetzt einfach Tennis auf, weil ich glaube, auf dem gab bestimmt auch irgendeine Arcade-Maschine, die Tennis hieß oder so. Tennis for Two gab es doch. Ja. Auf dem Oszillographen oder genau, was? Genau, aber das sieht nicht nach so einem Oszillographen aus. Ja, nee. Ich habe Snake. Immer noch nicht? Immer noch nicht, nee. Oh Mann. Sonst müsst ihr vielleicht nochmal wieder Publikum dazu holen. Falls das gut, jetzt vielleicht wird es beim nächsten Screen klarer. Wir sind jetzt ja schon sehr eingegrenzt. Ja, okay. Das ist hier. Hä, na ist, ach so. Das heißt doch so, oder? Nee, warte mal. Oh, da gibt es auch, da gibt es ja so viele verschiedene, ne? Aber es ist... Er möchte nicht in den Chat gucken, definitiv nicht. Genre Action Fragezeichen ist auch schön. Ja. Hattest du, was hattest du vorhin geraten als erstes? Pong. Und ja. Dann? Dann habe ich Text Adventure aufgeschrieben. Zorg. Ah, ja. Und das andere, was ich jetzt aufgeschrieben habe, sage ich nicht. Habe ich aber auch schon mal gesagt. Du hast eingeloggt? Hm. Und du hast eingeloggt? Ja. Was hast du? Breakout. Was hast du? Ich auch. Es ist Breakout. Yay! Das heißt, Matt hatte recht. Jetzt bin ich ja fast froh, dass Matt nicht auf der Bühne ist. Ich musste gerade noch mal überlegen, weil es gab ja auch noch Alleyway, ne? Auf dem Gameboy, glaube ich. Arkanoid gab es auch noch so, was ja. So ähnlich war. Und ich hatte eins auf dem Amiga, das hieß Impact. Ja. Da hat man so geile Upgrades gekriegt, wo man dann auf der Plattform rausschießen konnte und so. Das hätte ich immer richtig gern. Oh, das war immer am coolsten, wenn der oben dann so und dann von oben alles weggehauen hat. Oh, das war das Geilste. Ja, sehr fein. Also sind wir doch am Ende dazu gekommen. Das ist doch gut. Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Wir haben jetzt noch eigentlich 5 Minuten über. Ich würde einfach sagen, wir machen 1 bis 2, je nachdem, ja. Wie fix ihr hier vorankommt. Wir haben ja auch noch ganz viel tolles Programm, was hier nachfolgt. Ich mache jetzt einfach mal das. Hier, wenn ich jetzt auch mal raufklicken kann. Entschuldigung, die Technik. Ja, aber jetzt ist auch eindeutig, dass es nicht immer komplette Screenshots sind. Ja. Also, ist eine Sonne oder ein Mond? Sonne, oder? Würde ich auch sagen. Felsformation, leichte, gruselige Stimmung, außerirdische Stimmung? Wer weiß, was ist schon außerirdisch? Tja.
Könnten viele Rollenspiele sein, oder? Tim, Pokerface? Ja, ich bin schon wieder hier so eher so im Interpretationsmodus. Warum das jetzt, gell? Also, ne, was will uns dieses Bild sagen? Kunsthistorisch betrachtet. Ja, genau. Der Kontrast. Ich glaube, gerade bei den ersten Bildern ist es nicht immer ein ganz klarer Hinweis, sondern oft wirklich auch dann... Also ich glaube, das ist wirklich immer so für diejenigen, die das Spiel kennen, ist es gleich so ein Aha. Und sonst, wie gesagt, jetzt bei Mass Effect 3, da war da Femshep. Wenn man sie kennt, dann kommt man gut voran. Okay, ich habe was. Okay. Alles klar. Was hast du, lieber Tim? Ich habe Castlevania Lords of Shadow. Mhm. Gutes Spiel. Ich habe jetzt einfach mal Skyrim aufgeschrieben. Leider nicht. Okay. Weiter geht's. Skyrim gebe ich jetzt einfach mal ein. Castlevania wegen, weil du gleich so an so eine Gruselstimmung gedacht hattest, oder? Oh, Metacritic Score 34. Also eine richtige Gurke. Ja, gut, okay. Wie okay? Du kannst doch nicht sagen, okay, wenn du jetzt... Nein, ich führe, Tim. Nein, das ist nicht okay. Hast du okay gesagt, weil du was erkennst? Nee, also Metacritic Score 34, da bin ich halt so... Das ist genau dein Genre, gell? Ja. Das ist genau deine Art von Spiel. Ja, da würde ich sagen, ach ja, da zocke ich mal rein. Ne? Naja... Ja, ich glaube, ehrlich gesagt... 34. Also wir reden von einer, würde ich sagen, Gurke. Das hat 3D-Grafik, das sieht irgendwie nach, keine Ahnung, Weltuntergangsstimmung, Vulkan. Was war denn so schlecht? Wenn ich jetzt noch wüsste, wann es rauskam, wäre es ein bisschen leichter, aber das kommt erst im nächsten Screen. Also mir fällt halt original nur ein Spiel ein, was so einen Lone Writers Critic Score hat und... Da, finde ich, passt das Bild noch dazu. Wir haben dazu auch schon ein wissendes Lachen im Publikum. Also Manu, wenn du komplett auf dem Schlauch stehst, da gibt es auf jeden Fall einen Publikumsjoker. Ja, aber wie viele Publikumsjoker habe ich? Das haben wir gar nicht festgelegt vorher. Nö, ach. Oh. Rule of three. Rule of three, okay, dann habe ich noch einen. Dann hau mal drauf, bitte. Jetzt ist wieder aus. Ja. So, genau. Ich nehme mal das Mikro. Ja, genau. Meinst du, das ist so ein aktuelles Spiel, dass es Gollum ist? Es würde tatsächlich passen. Gollum hat eine sehr schlechte Kritik gekriegt, würde passen, weil wir auch in Hamburg sind. Das ist gar keine schlechte Idee. Das nehme ich sehr gerne an. Vielen lieben Dank, liebes Publikum. Ein Applaus für das Publikum. Ja, ich habe bei dir schon geluschert, du hast auch Gollum. Gollum. Es ist Gollum. Puh. Ich hätte jetzt Elte erwartet, tatsächlich. Ich klicke jetzt hier einmal... Du guckst dir doch diese Grafikqualität an. Ja, das ist top. Deswegen habe ich ja gedacht, das ist ein älteres Spiel. Ich lebe jetzt einfach in der Hoffnung, dass... Habt ihr auch einen Screenshot von dem Lumpen, den Gollum als Hose hat, wo alle Inventargegenstände drin sind? Oh ja, das ist super. Oh. Ach ja, naja, man darf ja darüber eigentlich nicht lachen. Armer Gollum. So, wir haben... Ein Punktestand nochmal. 6-4. Das heißt, würde ich dachte eigentlich, ich wäre schon wieder auf 100 Punkte dran, aber anscheinend doch nicht. Ich würde sonst einfach mal sagen, wir machen ein letztes Spiel. Und wenn du das... All or nothing. Nee? Okay, die Redaktion hat gesagt, kein letztes Spiel. Ja. Dann ist die Redaktion sehr Manu-biased hier. Nein, das ist einfach die Zeit. Ja. GG, vielen Dank. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Es war wirklich sehr schön mit euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt hier sehr fleißig und sehr gut geraten und auch sehr gut laut mitgedacht. Ich hoffe, euch zu Hause hat das auch sehr viel Spaß gemacht, mitzurätseln. Das Spiel bzw. die Seite ist Guess the Game, ist frei verfügbar. Jeden Tag gibt es ein neues Spiel und es gibt auch ein riesengroßes Archiv, auf das wir jetzt auch zugegriffen haben. Von daher... Euch auch viel Spaß beim Spielen, das kann echt süchtig machen. Und ja, vielen lieben Dank an euch beide und auch Tim, vielen Dank, dass du wolltest ja eigentlich gar nicht auf die Bühne und hast das dann ja doch heldenhaft hier. Unterbewusst einfach so ein Drang. Ja, sehr schön. Vielen Dank und wir sehen uns gleich wieder. Genau, also ich bin im Publikum da, aber gleich bist du hier auf der Bühne.
mit... mit einem Tim, könnte mit einem, zufälligerweise mit einem Tim, den man kennen könnte. Ja, dann bis gleich. Ja, genau. Dann bis gleich.